Gleich geht's an Bord der Dagmar Orn. Vorher kommt Werbung. Du liebst das Meer und möchtest es schützen? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst sogar Geld damit verdienen. Unsere Meere zu schützen, das treibt auch die Kieler Hazytec Electronics AG an. Sie hat eine umweltfreundliche Lösung gegen Marinenbewuchs und Fouling entwickelt, also gegen den Biofilm, den es am Propeller gibt, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Die Lösung? AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie. Das kommt so gut an, dass Hazytec auf Wachstumskurs ist und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Und zwar in allen Bereichen. Wissenschaftler, Kaufleute, im Vertrieb, in der Servicetechnik. Da ist sogar weltweite Reisebereitschaft gefragt. In der Softwareentwicklung sowohl Embedded Software als auch Frontend. Und eine Assistenz der technischen Dokumentation wird auch gesucht. Ist was dabei für dich? Weitere Infos gibt's unter www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change 2022. Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg. Und hier ist Arvid aus dem Headquarter in Bad Bramstedt. Zufällig mal wieder, oder? Gestern Abend warst du noch bei Maischberger. Ja, ich bin vorhin gerade mit der Bahn zurückgekommen. Du bist auch auf Tournee irgendwie. Ja, im Moment ist viel. Also bin viel unterwegs, aber ja, das bringt ja auch Spaß und das gehört irgendwie auch zur Jahreszeit dazu. Das ist dein Jahresrhythmus, nicht? Im Sommer auf dem Meer und im Winter in den Vortragssälen. Ich habe gestern mal auf Facebook und Instagram gepostet an die Community, was für Fragen es denn an dich gibt. Ich habe erzählt, dass wir heute eine Podcast-Folge wieder aufzeichnen und ich finde, damit starten wir heute einfach mal. Ja. Ist schon wieder die nächste Expedition in Planung? Ist eine Frage, die ich aber mir bislang immer verkniffen habe. Ich habe immer gedacht, dieses Jahr lassen wir diese Expedition noch schön ausklingen. Und Anfang des Jahres würde ich dir diese Frage stellen. Bist du schon aktiv oder soll ich lieber noch warten? Naja, ich kann auch nicht genau sagen, was es wird. Aber das Ende der einen Expedition ist eigentlich auch immer der Beginn einer neuen. Und wir planen aber erst, man muss natürlich das Schiff in die Werft und solche Projekte haben natürlich auch immer eine Vorlaufzeit. Aber es wird ganz sicher was im Sommer passieren. Aber was, dafür ist es im Moment noch ein bisschen zu früh. Okay. Wir schätzen dich so ein, dass du in Extremsituationen nach außen die Ruhe ausstrahlst. Wie sieht es jedoch in einer Extremsituation in dir aus? Ist diese Ruhe permanent in dir oder kam sie auch mal abhanden? Also es ist eigentlich, je angespannter die Situation ist, desto ruhiger werde ich. Das ist, ich kann es mir aber auch nicht erklären, wieso das so ist, aber es ist wirklich so. Also mir hilft dann ja keine Hektik oder irgendwelches Agieren ohne irgendwie Ziel und Führung, sondern man muss dann ja eigentlich analysieren und das Richtige tun. Und deshalb ist es eigentlich so, dass ich dann eigentlich total ruhig bin, was nicht heißt, dass ich nicht angespannt bin. Ich funktioniere dann einfach und stehe ziemlich unter Strom. Und wenn diese Situation vorbei ist, dann merkst du das auch, dass du dann irgendwie abschlaffst und total müde wirst. Aber in dieser Situation bin ich ruhig. Bist du da Fels in der Brandung? Ja, ich weiß nicht, ob ich der Fels in der Brandung bin, aber ich meine, das überträgt sich ja auch auf eine Crew. Also wenn da jemand hippelig und aufgeregt rumrennt, dann ist der Rest der Crew das auch. Und von mir wird ja auch erwartet, dass ich dann trotz allem, egal wie die Situation ist, den Überblick bewahre und irgendwie noch Herr meiner Sinne bin und auch die richtige Entscheidung treffe, weil das ja sicherheitsrelevant für alle ist. Das ist mein Job. Und wenn ich das nicht kann, dann wäre ich der falsche Mann für den Job. So einfach ist das. Und also insofern ist das so und so ist es eigentlich aber auch immer gewesen. Also ich bin ja irgendwie in diese Situation reingewachsen. Du machst es schon so lang, aber du musst ein bisschen das Mikro wieder festzippeln. Wenn man zwischendurch rascheln hört, das ist immer das Headset, was an deine Barthaare kommt. Geht das besser so? Jetzt ist besser. Ja. Was war für Sie die schönste Schiffsreise Ihres Lebens? Ach, ich tue mich immer schwer mit die schönste, schlimmste
heftigste Sturm oder sonst irgendetwas. Also ich bin kein Sammler von so Extremerlebnissen in dem Sinne, sondern jede Reise, jede Expedition hat so ihre Highlights und hat sicherlich auch ihre Schwierigkeiten. Und in der Summe bewerte ich immer so eine Reise. Und so unterm Strich kommt da bei mir immer raus hervor, dass es eigentlich ein tolles Erlebnis gewesen ist mit all diesen Facetten. Aber ich mache es eigentlich nicht an einem einzelnen Erlebnis fest. Was macht die Dagmar über Weihnachten? Wird sie gerade überholt? Nein, die Dagmar liegt jetzt noch in Flensburg. Nächste Woche werden wir sie sogar bewegen. Wir fahren nochmal nach Dänemark hoch, weil wir was austesten wollen, bevor sie in die Werft geht, damit man da so bestimmte Dinge einfach nochmal checkt. Und deshalb sind wir so 1,5 Tage unterwegs mit dem Schiff. Dann kommt sie nochmal nach Flensburg zurück. Und zwischen den Feiertagen sind wir sicherlich auch mal unterwegs. Also das Schiff wird eigentlich auch immer fleißig bewegt. Dann auch komplett aus der Fahrt genommen, abgetakelt, die Segel gehen zum Segelmacher, die ganzen Blöcke, das Tauwerk kommt runter. Also man fängt dann an, das Schiff sozusagen auseinander zu bauen und dann wird das hier in der Werkstatt, wo das warm ist und wo man auch malen und lackieren kann, alles so sukzessive überholt. Gibt es ein Ziel, das Sie gerne nochmal A, mit der Dagmar und B, persönlich sehen wollen? Naja, ich bin ja immer fleißig dabei, diese Träume und diese Wünsche abzuarbeiten letztendlich. Und derer gibt es eine ganze Menge. Und ja, aber ich lege mich da auch bewusst nicht so fest, weil man dann ja auch immer eine gewisse Erwartungshaltung schafft und sich selbst unter Druck setzt. Also ich sage einfach, wartet ab, irgendwas wird schon kommen. Das hast du immer so gemacht, ne? Ja. Genau. Wie viel Geld kostet es im Jahr, so ein Schiff zu unterhalten mit Werftaufenthalt? Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also dieses kommende Jahr wird sicherlich teuer werden, weil das Schiff jetzt so 1,5 Jahre nicht in der Werft war und nichts in dem Sinne richtig kaputt ist. Aber es müssen zum Beispiel die Relingstützen im Achterschiffsbereich getauscht werden. Es muss die Kielnaht kalfatet werden. Es ist im technischen Bereich einiges. Wir haben eine neue Ankerkette geordert. Und also das liegt dann immer sehr schnell im höheren fünfstelligen Bereich, um so ein Werftaufenthalt. Und ja, es kann auch ein 6-stelliger Betrag sein, der dann zu Buche schlägt. Genau weiß man es vorher eben noch nicht. Und dann kommen natürlich Versicherungen und für die Projekte die ganze Ausrüstung hinzu. Also das ist immer ganz schwer. Das ist das Abenteuer im Abenteuer, auch immer die wirtschaftliche Seite einer solchen Expedition sicherzustellen. Aber ich finde das auch spannend. Ich habe ja auch immer gesagt, ich bin kein Aussteiger. Also ich will nicht nur unterwegs sein, sondern dieses Leben arbeiten. Und dazu gehört eben auch das Geld verdienen für ein solches Projekt dazu. Und insofern, ja, tun sich da auch immer Türen auf und man lernt interessante Menschen kennen, Unternehmen oder wie auch immer oder Institute, mit denen man dann plötzlich zu tun hat. Und das finde ich ungeheuerlich spannend. Und insofern gehe ich da eigentlich immer ganz gelassen drauf zu und achte natürlich immer, ja, wie das Geld vom Konto fließt und was man sich leisten kann und was nicht. Aber genau beziffern lässt sich das schwer. Aber wie gesagt, das ist schon ein höherer Betrag. Was passiert mit Abfällen und Exkrementen auf See? Darüber wurde noch nie berichtet. Also Abfälle sammeln wir. Also alles, was organisch ist, beispielsweise ein Kaffeefilter, das kann man durchaus über Bord geben. Und aber alles andere, was nicht organisch ist, das wird gesammelt. Alles, was Kunststoff ist, sowieso, aber auch Glas und ich sag mal Konservendosen, die werden einfach platt gehauen und damit die nicht so viel Volumen wegnehmen und werden dann gesammelt. Das ist dann auch gar nicht so schlimm. Was jetzt Schwarzwasser angeht, wir haben einen Fäkalientank, einen Schwarzwassertank, der dann gerade so in Küstengewässern, das ist ja, gibt's ja auch gesetzliche Vorgaben, eingesetzt wird. Den kann man auch entsorgen über Land dann eben. Auf hoher See darf man es dann auch außen Bord pumpen und das kann man dann auch machen, weil das einfach im Meer sich dann so stark verdünnt, dass das kein Problem mehr ist. Wie wird das Thema Nachhaltigkeit bei Planung und Durchführung von Expeditionen beachtet?
Naja, wir sind mit einem über 90 Jahre alten Holzschiff unterwegs, was aus sozusagen aus erneuerbaren Materialien gebaut worden ist. Ich finde das schon mal sehr nachhaltig. Dann ist es ein Segelschiff, was auch nachhaltig ist. Aber natürlich haben wir auch einen Motor, der auch mit Diesel betrieben wird. Das ist dann nicht nachhaltig, aber anders geht es im Moment eben nicht. Und das ist dann auch so eine Abwägung des Nutzens eben. Dafür sammeln wir eben sehr viele Daten und machen Dinge eben halt, die der weiteren Erkenntnis auch dienen. Aber insgesamt ist, glaube ich, so eine Expedition mit einem solchen Schiff, kann man durchaus als nachhaltig bezeichnen. Wir konnten nicht alle Fragen beantworten, aber einen Großteil der Fragen haben wir jetzt beantwortet. Jetzt will ich noch mal kurz auf deine diesjährige Expedition zurückblicken, bevor wir gleich richtig einsteigen. Denn ich war ja auf Island und habe den Expeditionsstart gedreht für den NDR damals. Und jetzt am Sonntag wird der Film ausgestrahlt um 18 Uhr im Nordsee-Report im NDR-Fernsehen. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Ich habe ihn nämlich auch noch nicht gesehen. Alle waren ein bisschen skeptisch, Arvid, wenn Frau Fehning mit ihrem iPhone in Island einen Film über Arvid Fuchs dreht. Du hast manchmal gedacht, das habe ich genau gesehen, sie dreht schon wieder. So. Da ist sie schon wieder und hat ihr iPhone an. Ich weiß es ja, genau, du hast nichts gesagt. Ja, dann bist du auch nicht zu bremsen, wenn du arbeitest. Ich wusste ja auch, dass ich Material brauche, ja. Und beim NDR haben die, glaube ich, auch gedacht, okay, Frau Fehning fliegt mit dem iPhone nach Island und dreht einen Film fürs Fernsehen. Aber macht auch Interviews auf dem Meer, ja. Das wäre vor ein paar Jahren noch nicht denkbar gewesen, glaube ich, für einen Sender. Nee. Vielleicht soll ich das bei der Gelegenheit nochmal sagen. Ich konnte das nur machen, weil zwischen Arvid und mir überhaupt gar kein Cent Geld fließt. Ja, also ich muss journalistisch unabhängig sein. Und ich habe diesen Podcast ja lange so für dich produziert. Ja. Und seitdem Rühmhardt eingestiegen ist, bekomme ich davon Geld. Aber ich habe dich einfach mit deiner coolen Mission, mit deinem coolen Projekt unterstützt mit diesem Podcast. Und dann habe ich dem NDR erzählt, ich fliege nach Island, um da Podcasts mit Arvid zu produzieren. Und dann haben die gesagt, okay, dreh doch auch einen Film über ihn, weil ich bin ja unabhängig. Ja. Und dann habe ich gefragt, ob ich den vielleicht selber drehen soll, ja, weil ich hatte zwischenzeitlich Fortbildung gemacht und wenn ich das sage, dann mache ich das schon auch vernünftig, das habe ich dir auch gesagt, brauchst dir keine Sorgen machen. Ne? Trotzdem haben die dann beim NDR auch gesagt, ja, wir gucken uns das Material erst an. Ja, und dann haben sie angeguckt und da durfte der Film 6,5 Minuten lang sein. Ja, und das ist irgendwie für eine Sendung, in der die Filme normalerweise 5 Minuten lang sind, schon gut. Ja. Klasse. Also ganz gespannt sein. Bin gespannt drauf. Ja. So viel dazu. Sonntag 18 Uhr Nordsee Report und ansonsten in der Mediathek. Jetzt hatten wir in den letzten Folgen uns die Zeit genommen, zurückzublicken, wie das eigentlich alles anfing mit Dagmar und dir. Und wir waren eigentlich so weit, dass das Schiff komplett umgebaut ist und dass ihr zur ersten Expedition starten könnt. Das war 1991. Die Umsegelung des Nordpols, das war dein Plan, ne? Ice Sail, nachdem du zu Fuß gerade an Nordpol und Südpol gewesen warst. Ja, das war sozusagen das Folgeprojekt nach Ice Walk. Also das lag ja auch näher, gerade weil das Schiff da schon da war und wir das umgebaut hatten. Und ich hatte immer diesen Traum, die Routen der alten Polarfahrer nachzufahren. Also die Nordwestpassage ist ja legendär, vielleicht noch berühmter und bekannter und noch tragischer gewesen als das Pendant auf der sibirischen Seite. 1845 die Franklin-Expedition, der mit zwei Schiffen, der Erebus und Terror und 129 Mann Besatzung aufgebrochen ist und ja mit Mann und Maus zugrunde gegangen ist. Also man weiß es eigentlich bis heute noch nicht genau, warum und wieso. In den vergangenen Jahren hat man ja jetzt, dadurch, dass das Eis zurückgegangen ist, die beiden Wracks tatsächlich gefunden. Erst die Erebus und dann die Terror noch. Und aber damit ist das Rätsel als solches eigentlich immer noch nicht so richtig gelöst. Und naja, es haben sich ganz viele Dramen abgespielt und diese Polargeschichte, die hat mich ja immer fasziniert, weil es auch gar nicht so lange her ist. Also der Nordpol ist 1909 entdeckt worden und der Südpol dann 3 Jahre später durch Amundsen. Also wie ich anfing, diese Sachen zu machen, da war das natürlich alles Geschichte und das lag lange zurück, aber nicht so lange zurück wie jetzt andere Entdeckungsgeschichten. Und so vor allen Dingen auch so, ja, diese menschlichen Aspekte, die damit eine Rolle spielten, die haben mich immer interessiert und dann natürlich das Navigatorische, die Auseinandersetzung mit dem Eis und darauf
war dann letztendlich der Gedanke geboren, einmal um den Nordpol herumzusegeln, über diese historischen Routen Nordwestpassage und die Nordostpassage, das Pendant auf der sibirischen Seite. Das war damals kaum denkbar, weil es Sowjetunion war und weil es Sperrgebiet war. Aber wir begannen 91 eben auch mit diesem Projekt, was über 3 Jahre angelegt war, was dann aber viel länger dauern sollte, mit der Nordostpassage, weil damals die Perestroika einsetzte. Glasnost, Perestroika, Michael Gorbatschow und wir hatten russische Freunde und da haben wir tatsächlich die Genehmigung dafür bekommen und somit sollte ICEL sozusagen den Startpunkt finden, um zuerst auf der Ostroute sozusagen zu fahren. Das war ja ein Riesenprojekt mit diesem neuen Schiff, was du eigentlich ja noch gar nicht so richtig kanntest, nicht? Und auch ja in einem neuen Element sozusagen. Naja, wir hatten natürlich Erprobungsfahrten gemacht. Wir waren mitten im Winter nach Norwegen gefahren, in den Drammenfjord, der komplett zugefroren war, haben Eis gebrochen mit dem Schiff auch und haben dann auch was kaputt gefahren, was anschließend repariert und verstärkt worden ist. Darum ging es ja wirklich, das zu erproben, um jetzt nochmal Rückzugsmöglichkeiten zu haben, waren im Winter damit segeln. Also wir kannten das Schiff dann schon eigentlich ganz gut und waren auch gut vorbereitet, also für dieses Projekt. Aber es ging dann ja auch nicht direkt in die Passage. Wir mussten ja erstmal, das sind ja weite Wege, die norwegische Küste hoch. Und dann ging es nach Spitzbergen, wo wir im Norden Spitzbergens auch im Eis schon damals gewesen sind. Von Spitzbergen ging es dann so langsam weiter Richtung Norwegen zurück und dann eben halt nach Murmansk letztendlich, was damals die Sowjetunion war. Es folgt Werbung. 12 deutsche Forschungsschiffe gibt es. 8 davon werden von einer Reederei bei uns aus dem Norden beredert. Von der Reederei Brise aus Leer aus Friesland. Brise Research stellt die Crew an Bord der Forschungsschiffe, das sind gut 250 Seeleute, und kümmert sich weltweit um die ganze Logistik, die erforderlich ist, damit die Crews und auch die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo auch immer sie sind, tipptopp versorgt sind. Super spannend, was die Reederei Brise macht. Meeresforschung ist gerade wichtig wie nie. Ein Arbeitsplatz auf einem Forschungsschiff ist eine sichere Sache. Die Reederei Brise sucht gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord. Sie bildet auch aus. Übrigens ist die Bordsprache Deutsch. Guck dir das einfach mal an. www.brise.de. Das war Werbung. Jetzt geht's weiter mit Arvid Fuchs an Bord der Dagmar Orn. Die erste Etappe dauerte 6 bis 7 Monate, wenn ich richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Das war ja eine richtig lange, lange Zeit mit 10 Menschen an Bord der Dagmar Orn. Vorher warst du immer alleine unterwegs gewesen oder mit Rainer Neuber, deinem Kumpel, zusammen unterwegs gewesen. Nach welchen Kriterien hast du die Leute ausgesucht, die du auf so eine lange Etappe mitnimmst? Ich meine, da sind ja schon extreme Bedingungen. Die Situation, die Gegend, in die ihr fahrt, schwieriges Gewässer, total entlegene Ziele. Dann ist es ein kleines Schiff mit wenig Privatsphäre. Und mit welchen Menschen bist du da unterwegs gewesen? Ja, wir sind zeitweise sogar 12 Personen an Bord gewesen. Das ist natürlich extrem eng. Und das war auch wirklich so ein, ja, ich möchte sagen, so ein Anfängerfehler, den ich damals gemacht habe. Also es waren im Umfeld des Schiffes, wie wir dieses Projekt planten, viele Freunde, die ganz enthusiastisch irgendwie damit engagiert waren. Und wo man aber auch dann, oder das war dann auch mein Versäumnis, eigentlich ausgegliedert hat, eventuell mal kritische Punkte anzusprechen und sich abzugleichen auch. Und ich musste ja dieses ganze Projekt auch finanzieren. Es war ja irre teuer, also die ganze Werfzeit und alles, was da rauskam. Also ich war ja eben auch verschiedene Verträge und Verbindlichkeiten natürlich eingegangen. Und es war ja nicht einfach so eine lockere Segelgemeinschaft, die jetzt mal losfährt, sondern es stand da ja auch eine große Erwartungshaltung dahinter, die wir ja selbst generiert hatten.
So, und ich glaube, dass man im Vorwege sich nicht ausspricht und davon ausgeht, dass alle genau das Gleiche wollen, also das, wofür ich eben auch stand, das ging nicht immer auf. Also es gab damals wirklich Konflikte auch, weil sich dann unterwegs herausstellte, dass einige aus der Crew durchaus andere Vorstellungen hatten, was man denn machen konnte, sollte. Und das ist auch nicht als Vorwurf jetzt gemünzt, sondern das ist eigentlich ja völlig legitim, dass irgendwie jeder für sich auch eine Definition findet. Das war im Grunde genommen mein Versäumnis, dass ich es nicht ganz klar zum Ausdruck gebracht habe, was wir machen und was erwartet wird. Und insofern gab es da also auch schon Spannung, aber man lernt ja aus solchen Situationen, und es war ja auch eine schwierige Lage, denn wie wir in Murmansk waren, war noch eigentlich alles gut, aber dann ging es hoch nach Franz Josef Land, diese Inselgruppe, und auf der Reise dorthin haben wir dann von dem Militärputsch damals in der Sowjetunion erfahren, wo plötzlich auch keine Informationen mehr flossen, und es war schon eine angespannte Situation und wir wussten gar nicht, wie wir nun weiterfahren und durchfahren konnten. Dann hieß es also, ihr dürft auf keinen Fall weiter durchfahren. Also entweder geht ihr zurück nach Europa oder ihr überwintert dann am Jenissee, 700 Kilometer landeinwärts. Da haben damals die Russen gedacht, das machen die nie, nicht? Also auf sich auf sowas einzulassen. Und ich habe gesagt, wenn wir jetzt zurückfahren, dann kriegen wir nie wieder die Genehmigung. Also machen wir das. Und das war natürlich auch logistisch eine enorme Herausforderung, weil es gab damals ja auch kaum Nachschubgüter, Nahrungsmittel oder sonst was. Das war eine extrem angespannte innenpolitische und wirtschaftliche Lage in Russland damals. Und insofern waren da natürlich auch einige, die da schon Bedenken hatten, und das musste man irgendwie dann lösen. Aber man lernt aus einer solchen Situation, und das Schiff blieb dann ja tatsächlich den ersten Winter am Jenissee mit einer kleinen Crew, die das durch den Winter weitgehend gebracht hat bei der Ortschaft Igarka. Und dann fand für die nächste Saison auch wirklich ein Crewtausch statt, also wo wirklich einige von der alten Crew waren weiterhin dabei, aber einige haben sich dann zurückgezogen, und das ist dann ja auch in Ordnung. Ja, aber das ist doch bei jedem Familienurlaub so, wenn du mit mehreren Personen längere Zeit auf kleinem Raum zusammen bist oder jeder nicht den Freiraum hat, den er im normalen Leben hat, dass es da einfach mal scheppert. Und wenn ihr Wochen oder Monate lang mit der Dagmar Orn unterwegs seid und mit, ich meine, was sind das für Menschen, die sich auf so eine Expedition begeben? Das muss man doch auch mal bedenken. Das sind doch auch Individualisten, die einen anderen Alltag haben als die Mehrheit der Menschen, weil wer hat schon 7 Monate Zeit, auf eine Expedition zu gehen? Und wenn 10, 12 Individualisten an Bord zusammen sind, dann ist das doch sehr dynamisch, oder? Ja, das ist genau der Punkt, Bärbel. Also du musst, und deshalb sage ich, das war auch mein Versäumnis damals gewesen, man hätte eben ganz deutlich formulieren müssen. Natürlich gab es schriftliche Vereinbarungen und alles, was irgendwie dazugehört, Expeditionsverträge, aber das ersetzt nicht irgendwie so die individuelle Ansprache und Auseinandersetzung, was erwartet wird, wofür wir stehen, was wir gemeinsam machen wollen, unter welchen Bedingungen und was auf uns explizit wartet. Ich war ja nun auch derjenige, der die größte Polarerfahrung hatte, ganz klar. Also ich kannte den Umgang mit dem Eis, was viele aus der Crew in dem Umfang nicht kannten. Woher auch? Woher sollten sie das gehabt haben? Die hatten ja eine andere Biografie als ich. Also das war etwas, wo ich viel mehr Transparenz im Vorwege hätte einbringen müssen, um hier auch ja so ein bisschen vorzubeugen und die Crewmitglieder im übertragenen Sinne besser mit einzubinden oder mitzunehmen. Das war etwas, was mir aber eine Lehre war und was ich seitdem dann auch anders gemacht haben. Und die Bedingungen an Bord waren für manche einen wahrscheinlich auch erhellend, oder? Ich meine, das ist ja keine Luxusjacht, sondern jeder hat eine kleine Koje, klitzeklein. Es gibt kaltes Wasser, keine Dusche. Und wenn du für 11 Personen für 7 Monate Proviant mitnehmen musst, dann muss man das ja auch ganz genau auswählen, also damit man überhaupt mengenmäßig genug hat, weil so viel Platz hat ja die Dagmar Orn auch nicht. Also das ist schon ein sehr bodenständiges Leben an Bord.
Ja, aber das war eigentlich etwas, was jeder ja wusste, was auf ihn zukommt und auch bereit war, das zu tragen. Aber es gab zum Beispiel so Konflikte, wo wir dann in so einem russischen Hafen waren, wo, wie gesagt, die Nahrungsmittel ganz begrenzt vorhanden waren. Also wenn man dort in so ein Geschäft gegangen war, da gab es vielleicht Gurken oder es gab vielleicht mal Tomaten, aber es gab dann nichts anderes. Also so, und wir hatten natürlich alles Mögliche an Bord. Wir waren gut ausgerüstet, hatten viel gefriergetrocknete Nahrung an Bord und natürlich hat man dann irgendwie so einen Appetit auch mal vielleicht auf frische Tomaten. Aber ich habe das dann unterbunden und habe gesagt, das ist das Einzige, was die Leute hier im Ort kaufen können, weil es nichts anderes gibt. Also da müssen wir letztendlich uns auch ein bisschen zurücknehmen und eben halt diese gefriergetrockneten Nahrung, die ja gut sind und die ja auch schmecken. Aber eine frische Tomate schmeckt eben halt doch nochmal anders. Das war dann etwas, was mitunter nicht immer leicht vermittelbar war und wo dann die Leute sagten, warum sollen wir die denn nicht kaufen? Und solche Dinge waren es eben. Das sind dann oftmals eben so Kleinigkeiten, aber an dem sich dann die Geister scheiden. Wahnsinn. Wann bist du zurückgekommen nach dieser ersten Phase? Ich kann es jetzt nicht auf Monat sagen, aber wir sind auf jeden Fall waren wir ja zum 60. Geburtstag der Dagmar Ohren, das ist der 16. April gewesen, in Esbjerg gewesen und hatten damals, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, den alten Kapitän dort getroffen und von da aus sind wir dann ja weiter hochgefahren, so dass wir also irgendwie so Anfang Mitte April in Hamburg losgefahren sind und dann waren wir erst Spitzbergen, wie gesagt, man muss ja auch warten, bis die Eislage ist und dann irgendwann im September waren wir dann 700 Kilometer landeinwärts gefahren. Also ich wüsste kein Schiff dieser Art, was so weit landeinwärts in jene See hochgefahren ist und haben dann letztendlich also uns dort einfrieren lassen. Und ja, wir hatten dann natürlich einen Platz zugewiesen bekommen. Da gab es ja auch eine Ortschaft, wo man überwintern konnte. Aber es war natürlich eine extreme Herausforderung. Es war der kälteste Winter, die kälteste Temperatur, die ich in der Laufbahn je kennengelernt habe, bis minus 60 Grad. Und das ist eben halt so diese sibirische Kälte und das Schiff war in Meter dicken Eis eingefroren und es waren immer mindestens drei Leute an Bord, immer ein Russe auch dabei, weil das war unumgänglich, dass jemand die russische Sprache und vor allen Dingen auch die russische Mentalität versteht. Und so ist das Schiff aber auch gut durchgekommen und wir haben also wirklich auch sehr gut Kontakt zu der Bevölkerung gehabt. Aber es war ein langer, kalter, dunkler Winter. Also 9 Monate hat er gedauert. Wie hat denn die Bevölkerung auf euch reagiert? Die Bevölkerung war total hilfsbereit und nett. Also ja, man hatte ja nicht so Kontakt zu Leuten aus dem Westen vorher gehabt. Aber es gab da natürlich, wie immer in solchen Ortschaften, irgendjemand, der vorne weggeht und den Kontakt auch sucht. Und wir haben ihn ja auch gesucht. Und wir hatten, wie gesagt, ja auch immer Russen im Team, sodass dass es also auch diese Sprachbarrieren überwunden werden konnte, weil Englisch sprachen wirklich dort. Ich glaube, nur ein, der hieß auch Slava, der war Journalist dort eben, der sprach gut Englisch, aber ansonsten sprachen die wenigsten Englisch dort. Aber die Kontakte verliefen so gut, dass sich der eine aus der Crew, der Chris, der Australier, der bei uns da war, in eine Russin verliebt hat. Und die haben auch später geheiratet. Also die kommt aus, die kommt das Wetter, die kommt aus Egaka und die beiden haben sich dort kennen und lieben gelernt, während der Überwinterung quasi auch, ja. Ist ja super. Wie war das denn, als ihr, du hast gerade gesagt, ihr seid in Hamburg losgefahren und dann über Esbjerg Richtung Norden gestartet. Wie war das denn, als ihr in Hamburg losgefahren seid? Ich meine, du warst der Mann, der gerade zu Fuß am Nordpol und am Südpol gewesen war. Du wurdest groß gefeiert. Ich habe im NDR-Archiv im Zusammenhang mit diesem Film mir Archivmaterial angeguckt, was früher ein Auflauf im Hamburger Hafen war, wenn ihr zurückkam von einer Expedition. Wie war das, als ihr gestartet seid? Da war eine Menge Skepsis, die da mitschwang. Und das konnte ich ja auch verstehen, weil es war ja noch nie ein Schiff, nicht mal ein Eisbrecher, um den Nordpol herumgefahren. Und so das Thema Klimawandel war damals noch nicht so präsent, wie es das heute ist. Und die Auswirkungen des Klimawandels waren damals ja auch nicht so zu spüren. Das heißt also, man ging von diesen
eisigen Verhältnissen aus, wie es sie seit Jahrhunderten dort oben im arktischen Raum immer gegeben hat. So, und dann kommt jemand daher und will mal so locker flockig mit einem Holzkutter dort die Passagen segeln, wo ganz andere Größen dran gescheitert sind und Schiff und Besatzung verloren haben. Also so unter den Schifffahrtsexperten. Es war so gespalten. Es gab einige, die sehr wohlwollend und gespannt darauf guckten und uns auch versuchten, irgendwie mit zu fördern in der einen oder anderen Art und Weise. Und dann gab es ganz viele, die sagten, das war nix. Ne? Also das geht nicht. Und aber gerade dies geht nicht, das war ja etwas, was mich immer hat eher so getriggert hat, wo ich gesagt habe, warum eigentlich nicht? Also die Strategie, die Taktik muss stimmen und letztendlich ist es ja auch aufgegangen. Das hat natürlich alles viel länger gedauert als geplant und gerade diese Nordostpassage, da haben wir uns oder ich mir auch ganz schön die Zähne ausgebissen, weil es war wirklich eine harte Nuss und vor allen Dingen spielte ja nicht nur das Packeis da eine Rolle, sondern ich habe ja immer gesagt, es gibt da noch etwas, was härter ist als das polare Packeis und das ist die russische Bürokratie. Ja, das daran hat sich auch nicht viel geändert. Also ich entsinne mich, dass ich im Vorwege mit unserem Freund Slava und wir hatten dann noch den Michael Malakow, mit dem ich zum Nordpol gelaufen war, der ja Russe ist und der eine Organisation hatte, die uns die Genehmigung besorgt hatten. Und dann mussten wir immer zu der Verwaltung des nördlichen Seeweges und da saß jemand, ein Beamter, der hatte den offiziellen Titel Herrscher der Meere. Und als ein solcher fühlte er sich auch. Ja, das war seine offizielle Amtsbezeichnung, der Herrscher der Meere. Und saß man in seinem Amtszimmer da und das war alles ganz furchtbar ernsthaft. Und wie das damals aber so war, also dann irgendwann war die Arbeitszeit ja um und dann zog er eine Schreibtischschublade auf und holte dann ein bisschen Speck, Gurke und Graubrot raus und aus dem anderen Schrank eine Flasche Wodka. Und und dann wurde da im Büro also die Flasche Wodka ausgetrunken und bisschen Brot, Käse und Gurke gegessen und dann ging man nach Hause. Also dann war man einen Schritt weiter und das muss man natürlich verstehen und deshalb war das unumgänglich. Wir hätten die Genehmigung niemals gekriegt, wenn wir nicht diese russische Verbindung zu unseren Freunden damals gehabt hätten. Wahnsinn, Arvid, ich bin gespannt auf so viele weitere Geschichten, weil wir haben jetzt das Jahr 1991 so ein bisschen angesprochen, der Ice-Sail-Expedition. Also ich werde ja jetzt so oft angesprochen, weil ich ja so viel in Russland gewesen bin und eben mit diesem aktuellen Krieg auch. Also für mich ist das irgendwie so, wenn man diese Situation damals erlebt hat und das, was heute passiert und auch mit den Freunden, die wir ja nach wie vor da in Russland haben, dann ist das wirklich irgendwie für uns alle, die wir da gewesen sind, irgendwie eine ganz furchtbares Erlebnis, muss ich sagen. Also man hat da viele Freunde, es sind ja nicht alle Russen, die jetzt plötzlich aggressiv geworden sind und die Ukraine überfallen haben. Das ist letztendlich ein Mann, der das zu verantworten hat und nicht eine ganze Bevölkerung. Und ähnlich haben wir Freunde in der Ukraine. Also deshalb belastet uns das enorm und deshalb blickt man da heute eben mit einem ganz besonderen Blick auf diese Erlebnisse von damals zurück. Ja, dass es damals einfach so möglich war, dort mit der Dagmar Orn unterwegs zu sein und Kontakt auch zu der Bevölkerung zu haben, nicht? Ja, zu der Bevölkerung, die uns aufgenommen hat, die ja damals bitterarm war, weil es eben keine Versorgungsgüter gab. Und wir waren dann in so kleinen Orten, wo dann die ganze Schiffsbesatzung eingeladen worden ist. Und wir wussten, die hatten Lebensmittelmarken damals, weil die selbst kaum in der Familie genug zu essen hatten. Und habe ich gesagt, also es ist unmöglich, dass wir jetzt mit der ganzen Schiffscrew da hingehen und denen alles aufessen, was sie an Vorräten haben. Ich habe gesagt, lass uns da zu zweit hingehen. Und da hat Slava gesagt damals, nein, das kannst du nicht machen. Das wäre also eine tödliche Kränkung. Das müssen alle kommen. Und die haben sich also von allen Nachbarn irgendwas zusammengeliehen und die Tische bogen sich. Und wir haben dann da gegessen und getafelt, wohl wissend, dass die in den nächsten Tagen wirklich nicht viel selbst zur Verfügung hatten. Aber das war eben halt für die unglaublich wichtig. Und diese Gastfreundschaft, die wir da erlebt haben, das ist ein Erlebnis, das bleibt. Und das wird, glaube ich, auch diese furchtbare Tragödie hier überleben. Aber wir machen an genau dieser Stelle in der nächsten Folge einfach weiter. Okay. Weil Ice Sail ist so ein großes Projekt. Ja. Dem können wir uns jetzt im Winter schön widmen. So machen wir das, Barbara.
Liebe Grüße, wo auch immer ihr uns zuhört. Bis bald. Tschüss. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.